Schachwagen nimmt weiter Fahrt auf. Und start zum achten Rennen, Preis der Holstenbrauerei. Turbo Attack und Mayday sind am schnellsten dort. Mayday an der Außenseite, innen Turbo Attack. Es geht in den ersten Rucken hinein und Mayday hat das alleinige Kommando übernommen. Mayday führt dahinter Turbo Attack. An der Außenseite greift nun Sharkbreaker an. In weiteren Positionen sieht man Kim Lyon mit Speedy Valentino vor General CC und Laura. Da kommen sie jetzt an dem Ufer entlang, die gehen gerade herunter. An der Spitze des Feldes, Medi, an der Innenkante, eine halbe Länge Vorsprung von Zartträger. Dritter ist Turbo Attack und vierter Spiti Valentino. Fünfter General C, sechster Kim Lyon, siebter Laura, Tatnag, Primo und innen Feldes Jaso. Galoppade von Medi, verliert die Führung und plötzlich ist Zartträger vorne. An die zweite Position Spiti Valentino. Ui, 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 das ist natürlich ein Schreck für die Favoriten. Wetter Mayday mit einer Galoppade aus Gunst des Bogens hat die Spitzenposition zu Beginn der Schlussrunde verloren, ist aber im Rennen verblieben. Sharkbreaker führt Mayday aus, dann Speedy Valentino, Kim Lyon. Es folgen Laura und Turbo Attack. Dahinter sieht man General CC und Jason ohne Anschluss Dark Cream. Und die Bogen erneut Galoppade von Mayday. 5 Rot, die 5 ist Rot wegen zu weiten Galopps. Neue Reihenfolge. Sharkbreaker, Speedy Valentino, Turbo Attack. Dann setzt General CC nach. Und so kommen die Pferde auf die letzten 500 Meter. Berget, der Favorit, erhielt die rote Karte. Und Annika Abelbaum ist vorne mit. Zweiter ist Turbo Attack, Speedy Valentino und General CC bleibt dran. Dann Laura schon etwas zurück. Zartträger führt, aber Turbo Attack ist seiner Außenkopf. Und das hört man General CC in Speedy Valentino. Aber vorne immer noch Annika Abelbaum mit Zartträger. Jetzt kommt General CC.